Hast du leichter gesagt? Du hast leider gesagt, ne? Naja. Keine Pokebälle? Schweinerei, ich will Pokémon fangen. Boah. Hallihallo, hallo, hallo, willkommen zurück zu Pokémon Goldene Edition. Und wir sind auf dem Weg nach Rosalia City und nach Mr. Pokémon. Ja. Und deshalb geht's hier einfach mal weiter. Hallo. Ich wollte eine Pause einlegen. Darum habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Ja, das haben wir auch gemacht. Geil. Oh, wo geht's denn hier lang? Du kannst die Stufen nicht hinaufklettern. Du kannst sie aber hinabspringen und sie als Abkürzung benutzen. Verschiedene Pokémon tauchen hier auf. Wenn du alle schnappen möchtest, dann musst du überall suchen. Ja, krass. Route 46. Bergweg voraus. Hier geht's noch weiter. Nein. Da geht's nicht weiter. Oh. Ein Kleinstein. So, Feuerriegel, Tackle. Ich glaube, das ist nichts für Feuerriegel. Aber hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Nein. Ein Radfratz gibt's ja auch noch. Ja, das kriegt Feuerriegel hin. Yeah. Komm, wir machen dich kalt. Ui, das steigt. So. Dann... Tschüss. Hier geht's weiter. Nächstes Pokémon. Ja, eine Öle. Eine Öle. Hut, Hut. Yay. Heuler. Ist klar. Kannst du auch was Besseres? Außer Heuler und Tackle. Liegt am Angriff senken. Dass wir jetzt nicht mehr so viel Schaden machen. Mach doch mal was anderes. Komm, mach einfach gar nichts. Gib auf. Gut, das wird nicht passieren. Der Gegner macht immer irgendwas. Zum Beispiel besiegt werden. Level 7. Yay. So, mit O. Hallihallo. Ich warte auf Pokémon, die nur am Vormittag auftauchen. Ja, da bin ich hier sowieso falsch. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Beere. Beere erhalten. Gut. Und du da? Siehst du die Stufen hier? Du kannst sie nicht hinaufklettern. Dafür aber herunterspringen. Du kannst nach Neuborgia gehen, ohne durch das Gras zu laufen. Wollen wir aber nicht. Da geht's nicht lang. Never ever. Hut, Hut. So.
Langsam machen wir dich aber kalt. Hahaha, schlug fehl. Wow. Besiegt. Gut. Schildchen lesen. Route 29, Rosalia City, Neuburg hier. Yay. Hallo, alter Mann. Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei, okay? Also gut, folge mir. Das ist ein Pokémon-Center hier. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Ja, ja. Das ist ein Poké-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Krass. Zu Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auf viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Hier. Das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass dir ein kleines Präsent geben. Kartenmodul. Yay! Der Pokécom von Basif verfügt nun über eine Karte. Der Pokécom wird vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück für deine Reise. Krass. Das heißt, jetzt haben wir eine Karte und hier können wir uns auch den ganzen Müll angucken. Wie schon auf den anderen Karten. Haus des Fremdenführers. Als ich noch ein Junge war, war ich ein richtiger Heißsporn. Ich gebe dir einen Rat. Fange viele Pokémon. Behandle sie alle mit Freundlichkeit. Ja, du hast auch nur lauter Magazine und ein Fernsehgerät und ach komm, den Rest kennen wir schon. Nichts Neues. Du kannst gehen, wohin du willst, solange du mit Pokémon unterwegs bist, wird es immer lustig sein. Hey, Pokémon. Zu Mr. Pokémons Haus ist es noch ein ganzes Stück. Rosalia City, die Stadt der duftenden Blumen. Pokémon sammeln in Kämpfen Erfahrung und verändern ihre Gestalt. Pokémon wechseln? Ich wäre schockiert, wenn das jemand tun würde. Ja, genau. Wir gehen zuerst mal in den Supermarkt. Hallihallo. Als ich durch das Gras spazierte, hat ein Käfer-Pokémon mein Pokémon vergiftet. Ich ging einfach weiter, aber dann wurde mein Pokémon plötzlich besiegt. Du solltest ständig ein Gegengift mit dir führen. Ja, ist wichtig. Die Pokébälle sind leichter ausverkauft. Hoffentlich kommt bald eine neue Lieferung. Hast du leichter gesagt? Du hast leider gesagt, ne? Naja. Keine Pokébälle? Schweinerei, ich will Pokémon fangen. Boah. Irgendwann fange ich Pokémon, ich sag's dir. Das Kommunikationszentrum im oberen Stock wurde gerade erst eingerichtet. Aber an der Fertigstellung wird noch gearbeitet. Da müssen wir eh nicht hin. Dieser PC steht jedem Trainer kostenfrei zur Verfügung. Krass. Das ist toll. Ich kann so viele Pokémon lagern, wie ich will. Und das umsonst. Und jetzt zu heilen.
Guten Abend, du bist spät dran. Ja, ich bin immer spät dran. Tut mir ja leid. Aber die sind immerhin wieder topfit. So, den Text zum Heilen brauchen wir nicht vorlesen. Will nur unsere Pokémon haben. So, nächste Route, Route 30. Ein Radfratz. Langsam wird es natürlich auch einfacher, die Pokémon hier zu besiegen. Was natürlich trotzdem noch dauert. So, Verteidigung, ja toll. Schön, wenn unsere Verteidigung sinkt, wenn du nicht mal angreifst. Das war sogar noch ein Volltreffer. Yay. Du 30. Viola City, Rosalia City. Okay. Oh, ein Haus. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Beere. Beere erhalten. Krass. Lepp. Hallo. Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Wow, eine Beere. Suche in Bäumen nach Beeren. Sie fallen einfach hier herunter. Ja. Einfach so. Kann ich mein Pokémon. Gib. Mal mir eine neue Beere geben, wa? So. Wichtig. Bei so viel Pokémon, die wir hier begegnen. Ein Taubsi, Level 2. Da wir immer noch keine Pokébälle haben, müssen wir es besiegen. Wow. Na du? Das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne. Geil. Hier geht's nur wieder runter. Hallo. Los, Raffratz. Tackle. Was? Das ist ein harter Kampf. Lass mich in Ruhe. Okay. Andere Richtung wahrscheinlich. Das Haus von Mr. Pokémon? Immer gerade aus. Durch Gras. Und so. Wow. Ob links oder rechts hätte eh nichts gebracht. Alles das gleiche. Ja, eine Gegengiftbeere. Ja, das heißt Gegengiftbeere. Da fehlen nur ein paar Buchstaben, weil das uns nicht passen würde. Gibt eine Zeichenbegrenzung bei Items. Das Haus von Mr. Pokémon. Yeah, wir sind endlich da. Hallo. Hallo, du musst Basti sein. Professor Lind sagte, dass du kommst. Yay. Professor Lind soll das hier untersuchen. Ein Rätselei. Okay. Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Aha, du bist also Basti. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon? Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst.
Ah, du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Yay, Pokédex! Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Basti, ich zähle auf dich. Tschüss. Kehrst du zu Professor Linzu? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Yay, wir werden kostenlos geheilt. Ich bin auf dich angewiesen. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Nein? PC? Oh, ein ganzer Stapel seltsamer Münzen. Vielleicht sind sie aus einem anderen Land. Hier gibt's doch nur Poké-Dollar. Dies ist ein großer Computer. Er ist kaputt. Und der hier? Auch. Voll kaputte Technik. Ja, Professor Lind? Wir hätten ihm nicht unsere Nummer geben sollen. Hallo, Basti? Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein! Bitte komm hierher zurück. Klick, bu, 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 du, bu, bum. Okay. Vielleicht hätten wir doch die Nummer geben sollen. Ja, doch. War wohl wichtig. Mist, irgendwas ist da passiert. Das ist nicht so gut. Und ich glaube, das Taubsi ist nicht dran schuld. Yay. Komm, Tackle. Ja, komm. Wir besiegen's. Yay. Level 8. Hier, und noch eins. Wir müssen schnell zum Professor. Oh, ein Raupi. Da steht's. So. Gut. Werden wir niedertackeln. Fadenschuss. Damit wir langsamer werden. Dann sollte es trotzdem angreifen mal, sonst... Okay, tackle. Sonst wäre es nämlich sinnlos. So. Pokémon heilen. So, am besten Pokémon noch ein bisschen trainieren. Kommt immer gut. Finde ich. Wenn wir schon mal hier sind. Nicht overpowern, aber auf Level 9 geht noch. Glaube ich. Komm, eins noch. Einfach damit es Level 9 ist. Yay. Level 2 ist ja auch einfach zu besiegen. Na,
Ja, da gibt's aber auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Komm, noch eins. Ein Safcon. Härtner. Okay. Nix da, komm. Boah. Hör auf. Hetner ist doof. Level 9, gut. Und einfach bevor ich es vergesse, nochmal schnell heilen. Und dann war es das auch wieder für heute. Yay. Guten Morgen, ja. Auf einmal guten Morgen. Das liegt daran, weil es jetzt bei mir 4 Uhr wohl ist. Da meint das Ding dann auf einmal guten Morgen zu sagen und nicht mehr guten Abend, ne? Alles klar. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Wir sehen uns denn das nächste Mal hier wieder. Bis dann und ciao, ciao.